In ganz Deutschland haben heute Krankenhausmitarbeiter kurzzeitig die Arbeit niedergelegt. Auch an 50 Kliniken in Rheinland-Pfalz. Vom großen Uniklinikum wie in Mainz bis hin zu kleinen Krankenhäusern wie in Hermeskeil. Sie alle fordern dasselbe: mehr Personal. Laut der Gewerkschaft Verdi fehlen in allen Bereichen Stellen, vor allem aber in der Pflege. Allein in Rheinland-Pfalz sind das mehr als 3000. Jede Nummer steht für eine Stelle, die fehlt. Allein an der Uniklinik Mainz sind es fast 500. In ganz Deutschland über 162.000. Besonders die Pfleger können nicht mehr. Dieses Problem ist, dass halt Krankheiten mittlerweile kompensiert werden müssen und die nicht mehr kompensierbar ist, dass man dauernd einspricht, dass man permanent überfordert oder übermüdet ist. Unsere neuen Leute halt irgendwann das zeitlich und auch körperlich nicht mehr schaffen und aus dem Beruf aussteigen. Wie hier in Simmern ist ein Pfleger in der Nachtschicht oft allein für 30 Patienten verantwortlich. Dazu niedrige Löhne und unbezahlte Überstunden. Die Ausbildung zum Pfleger dauert 3 Jahre, doch unter diesen Bedingungen bleibt der Nachwuchs aus. Nach ihrer Kundgebung fahren die Beschäftigten der Uniklinik Mainz zur Gesundheitsministerkonferenz nach Bad Dürkheim. Dort wollen sie Bundesminister Grüe ihre Forderungen überreichen. Grües Krankenhausreform verspricht 6000 neue Stellen im Pflegebereich. Zu wenig für die Krankenhäuser. Die Arbeitgeber stellen sich an die Seite ihrer Beschäftigten. Weil diese Krankenhausreform, wenn sie so umgesetzt wird, eine Mogelpackung ist, ein Etikettenschwindel. Wo Hilfe draufsteht, sind weitere Belastungen drin. Die Personaldecke der Krankenhäuser ist viel zu dünn. Doch ausbessern können sie nur Bund und Länder. Gesundheitsminister Grüe wiegelt ab. In seinem Reformpaket sei die Pflege bereits berücksichtigt. Deswegen ist die Stärke der Pflege, der Stationspflege, ein wichtiger Baustein unserer Krankenhausreform. Das heißt Soforthilfe mit einem Pflegestellenprogramm. Ja, ich verstehe, wenn Beschäftigte in unseren Krankenhäusern sagen, gute Qualität verlangt eine ausreichende Personalausstattung. Doch die ist laut Gewerkschaften auch nach der geplanten Reform mangelhaft. Ende nächster Woche wird sie im Bundestag diskutiert. Dann wird sich zeigen, ob die größte Protestaktion in der deutschen Krankenhausgeschichte etwas gebracht hat. Wie kann die Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen gewährleistet werden?